Willkommen von IFA 2020. Wir sind hier bei einer weißrussischen Firma, die ein ziemlich cooles, nicht Laptop vorgestellt haben, sondern eine spezielle Funktion, die ich euch jetzt in diesem Video zeigen werde. So, hier seht ihr einen modifizierten Laptop von Prestigio, und zwar haben wir hier die Touch-on-Keys-Technologie drin. Heißt, wir haben hier eine Tastatur, die ein Touchpad integriert hat. Ihr merkt schon, es ist was passiert auf dem Bildschirm, weil ich kann mit meinem Finger die Maus bewegen, indem ich einfach auf der Tastatur selber meinen Finger bewege. Wenn ich mit zwei Fingern irgendwo tippe, dann kann ich Rechtsklick machen zum Beispiel. Mit einem Finger ist natürlich ganz normal klicken. Oder wenn ich doppelklicke auf was, kann ich auch was auswählen, wenn ich dann nach einem Doppelklick meinen Finger noch durch die Gegend ziehe. Natürlich sind auch Multitouch-Gesten möglich. Ich kann scrollen ganz einfach oder mit drei Fingern, man kennt es ja von Windows, dann die verschiedenen Fenster auswählen, die gerade offen sind. Wenn wir aber keinen Laptop neuen kaufen wollen, damit die Technologie drin ist, denn die Laptops brauchen noch ein bisschen, können wir eine externe Tastatur kaufen, jetzt auch schon von Prestigio zum Beispiel, die man per USB-C laden kann. Oder ihr verbindet euch ganz einfach per USB-Standard-Dongle an eurem Desktop-PC. Oder wenn ihr ein Tablet habt oder Smartphone, am einfachsten ist immer per Bluetooth, haben wir auch drei gleichzeitige Verbindungsmöglichkeiten. Ihr könnt dann auch einfach die Lautstärke regeln, hier wieder oben, genauso wie am Windows-PC. Oder ihr könnt auch in Multimedia-Dateien vor- und zurück scrollen. Oder natürlich wie immer die Maus benutzen, wie ihr gerade hier in dem Video sehen könnt, um verschiedene Dinge präzise auszuwählen, zu malen zum Beispiel, oder auch um schneller durch Galerien zu scrollen oder auch zu zoomen demnächst, wenn das neue Firmware-Update dann eingespielt wird. Für 119 Euro könnt ihr die Tastatur dann auch kaufen und natürlich auch zu Hause dann gerne verwenden, bald auch mit deutschem Layout. Ihr seht hier gerade ein englisches Layout, aber das deutsche kommt auch noch dieses Jahr. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen zu den Touch-on-Keys-Technologie bzw. diese Click-and-Touch-Tastatur, die bald auch in Deutschland erhältlich sein wird. Für 119 Euro könnt ihr sie auch demnächst kaufen. Und wenn ihr Fragen habt oder noch andere Anregungen für die Firma, schreibt sie in den Kommentar rein. Oder natürlich sehen wir euch auch gerne auf Instagram und auf TikTok, wo ich euch noch viele weitere coole Videos hier von der IFA und von anderen Orten zeigen werde. Mein Name ist Balazs, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, und tschüss.